Mein Name ist erstmal nicht so wichtig. Denn glauben Sie mir, ich werde ihn noch oft genug verwenden. Wichtig ist der Grund, warum ich hier bin. Zum einen, um genau das herauszufinden. Zum anderen, um ein Spiel zu spielen. Poker. Dieses Spiel hat alles. Ich liebe diesen Moment, in dem die Karten ausgeteilt werden. Wohin sie dich führen, liegt alleine bei dir. Mit einem Wimpernschlag kannst du aus dem Nichts alles gewinnen oder verlieren. Es ist wie das Leben. Das Wichtigste aber sind die Menschen, mit denen du spielst. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Spiel liegt darin, seine Gegner richtig einzuschätzen, um somit ihre Schritte vorauszusehen. Welche Strategie verwenden sie? Wie gut können sie ihre Emotionen verbergen? Und vor allem, inwiefern werden die Karten ihr Spiel beeinflussen? Am Anfang jedes Spiels kann man darüber bloß spekulieren. Der Typ mit dem Apfel zum Beispiel kommt mir vor wie der typische Draufgänger. Einer von der Sorte, die bei jedem erdenklichen Anlass das Maul aufreißen und dir damit drohen, eins in die Fresse zu hauen. Aber ich glaube, bei ihm ist es mehr Schein als Sein. Wenn es hart auf hart kommt, wird der Typ bestimmt einen Rückzieher machen. Denn wie sagt man so schön, bellende Hunde beißen nicht. Der Glatzkopf hingegen ist da schon etwas schwieriger einzuschätzen. Ein eher introvertierter Typ. Durch seine Haltung kommt er mir zurückhaltend, fast sogar ängstlich vor. Aber trotzdem hat er etwas an sich, das ich noch nicht genau beschreiben kann. Und dann ist da noch sie, die schöne Unbekannte. Ich muss zugeben, dass ich ein Problem mit Frauen am Pokertisch habe. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Sexist oder ähnliches, nein. Ganz im Gegenteil. Ich versuche einfach nur vorsichtig zu sein. Denn es fällt mir schwer, sie in irgendeiner Weise einschätzen zu können. Ich meine, sie macht auf mich nicht gerade den Eindruck, als wäre sie das Unschuldslamm vom Lande, aber was heißt das schon? Letztendlich nur, dass ich vorsichtig sein muss. Der Augenblick ist da. Jeder Spieler hat sein Blatt auf der Hand. Die Einsätze können nun gesetzt werden. Die Karten sind verteilt, die Einsätze wurden gemacht. Das Spiel kann beginnen.
Was mit der scheiß Reisetasche da? Willst du Urlaub machen oder was? Ja, ich werde für ein paar Tage abtauchen. Hey, verstehen, Mann. Ich habe in den letzten Monaten echt ein bisschen Staub aufgewirbelt. Da kommt so eine Auszeit genau richtig. Mhm. Scheiße. Nehmen wir meine Ex-Freundin. Die hat auch immer gesagt, wir sollen mal zusammen eine Auszeit nehmen. Und? Haben wir nie gemacht. Ist mir meine so auf den Sack gegangen. Der überschissenste Urlaub meines Lebens geboren. Auf. Die Vereinbarung für den Deal sind, dass Mr. Unbekannt und ich da alleine reingehen. Das heißt, Mr. Unbekannt weiß nicht, dass du hier bist. Daher wartest du hier und hältst die Stellung. Und wenn ich da in 15 Minuten nicht durch die Tür hinaus spaziere, dann kommst du rein und rettest mir den Arsch. Alles klar. Ben Borgmann. Ich war, nennen wir es mal, Problemlöser, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich bin immer dann gerufen worden, wenn Leute sich die Finger nicht dreckig machen wollten. Aber wie das so oft im Leben ist, wenn man etwas so lange macht, stellt sich einem irgendwann die Frage nach dem Warum. Weil ich keine Antwort darauf hatte, habe ich mich dazu entschlossen, auszusteigen. Wie Sie sich vorstellen können, brauche ich dafür Geld. Viel Geld. Wenn mein Plan aufgeht, kommt mein Partner in ein paar Minuten mit einem Koffer voller Geld wieder heraus. Dieser Koffer ist meine Fahrkarte in ein neues Leben. Das Einzige, was dem im Weg steht, ist er. Daher werde ich ihm auf der Fahrt zum Flughafen eine verdammte Kugel in den Kopf jagen. Werde seine Leiche verschwinden lassen, steige in den Flieger und bevor jemand merkt, was los ist, bin ich weg.
Muss schon sagen, die Location gefällt mir. Hat was. Freut mich, dass es dir gefällt. Hätte ich gewusst, wer mich erwartet, hätte ich natürlich was Besseres angezogen. Und du glaubst, dass das was ändern würde, ja? Naja, man sagt doch, Kleider machen Leute, oder? Ich würde sagen, dass das nicht immer zutrifft. Du erinnerst mich an meine Ex, die hat auch immer so eine Scheiße gelabert. Deswegen hat sie dich wahrscheinlich auch verlassen. Du hast eine ganz schön große Klappe, weißt du das? Aber ich verstehe das. Versuchst dir Eindruck zu schinden, indem du eiskalt auftrittst und coole Sprüche lässt. Aber ich sag dir was. Tu mir einen Gefallen, ja? Lass uns einfach nur das machen, weshalb wir hier sind. Und dann sehen wir weiter, wie es mit uns läuft. Ich wollte dich nur testen. Und wollen wir noch mal sehen, was du mir Schönes mitgebracht hast. Scheiße, bist du bescheuert? Nimm die Waffe runter. Ist noch jemand hier, von dem ich nichts weiß? Ich hab dir gesagt, du sollst die Waffe runternehmen, Miststück. Du beantwortest meine Frage nicht. Ist noch jemand außer uns beiden hier? Du und ich sind hier, wie ausgemacht. Und jetzt Zumänger, fallen die Waffe runter. Nimm die Hände hoch. Ich nehme die Hände hoch. Siehst du, sie sind oben. Jetzt dreh dich langsam um und leg deine Waffe auf den Tisch. Scheiße, was? Ich habe überhaupt gar keine Waffe. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich leg meine Waffe ab. Komm hier rüber und setz dich auf den Stuhl. Was soll das werden? Scheiß Verhör? Ich hatte dir gesagt, dass ich hier alleine bin und keine Ahnung hab, was das war. Und jetzt legt ihr selbst die Waffe nieder und dann... Du sollst die Waffe fallen lassen! Wer bist du? Ich bin Polizist, verstehst du? Deshalb ist es besser, dass du das machst, was ich dir sage. Also, leg jetzt ganz langsam die Waffe auf den Boden. Ich hab dich schon verstanden. Hör zu, wenn du wirklich Polizist bist, bist du gerade dabei, einen großen Fehler zu machen. Halt deine beschissene Fresse und leg die Waffe auf den Boden! Bleib da stehen und rühr dich nicht von der Stelle.
drehst dich jetzt langsam zur anderen Seite um. Dann stellst du die Koffer ab, lässt die Waffe fallen und gehst zurück in die Halle. Hast du das verstanden? Okay, bleib stehen. Jetzt verschränk die Arme hinter deinem Rücken. Hör zu, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Es ist ganz egal, wer ich bin. Und mir ist auch völlig egal, wer du bist. Tatsache ist, dass hier zwei Leichen liegen. Und ich denke, es würde wenig Sinn ergeben, dich zu fragen, wie es dazu gekommen ist. Also bleib einfach so stehen und sei still. In diesem Koffer befindet... Ich weiß, wie viel Geld sich in diesem Koffer befindet. Der Koffer ist auch nicht das Problem. Das Problem bist du. Also mach es nicht noch schlimmer. Du wirst jetzt langsam nach vorne bis zum Ende der Halle gehen. Du wirst dich dabei nicht umdrehen und weiterhin die Arme hinter deinem Rücken lassen. Hast du es verstanden? Okay. Dann geh los. In der ersten Runde hat es viel mit dem Blatt auf deiner Hand zu tun, ob du gewinnst oder verlierst, da du die Taktik der anderen noch nicht kennst. Ich hatte gute Karten und meine Taktik hat funktioniert. Ich habe mich ruhig verhalten, habe abgewartet, beobachtet, mich im Verborgenen gehalten und im richtigen Moment gehandelt. Was die Thesen über meine Mitspieler angeht, habe ich nun erste Erkenntnisse gewinnen können. Der Typ mit dem Apfel ist meiner Spekulation zum größten Teil treu geblieben. Ein Draufgänger mit Macho-Allüren, der rumlabert, auch wenn es keine Sau interessiert. Allerdings lag ich bei ihm mit einer Sache falsch. Als es so aussah, als wäre er aus dem Spiel ausgeschieden, ist er plötzlich, ohne jegliche Warnung und äußerst radikal, in das Spiel zurückgekehrt, sodass er für einen kurzen Moment die Oberhand hatte. Eine Eigenschaft, die ich nicht unterschätzen darf und die ihn gefährlich macht. Denn ich denke, er wird weit gehen, um an sein Ziel zu kommen. Der Glatzkopf hingegen hat sich für mich bereits in dieser Runde offenbart. Einer von diesen Kandidaten, die ihr Spiel nach einem strikten Muster, oder besser gesagt, nach einem Plan spielen. Doch so funktioniert das Spiel nicht. Du kannst nicht nach Plan spielen. Genau wie das Leben nicht nach Plan läuft. Nur ein Spielzug eines anderen kann dein Plan binnen Sekunden zunichte machen. Und
dann? Du musst improvisieren, dich der Situation anpassen, die Kontrolle bewahren und versuchen, deine Gegner auszuspielen. Er hat nichts davon gemacht. Am Ende habe ich nur noch gegen sie, die schöne Unbekannte, gespielt. Ich hätte bei ihr noch weitergehen können, aber aus irgendeinem Grund habe ich mich zurückgehalten und das Spiel beendet. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Aber ich weiß, dass ich genau das herausfinden muss. Denn was hätte sie wohl an meiner Stelle gemacht? Hätte sie mir eine Chance gegeben? Oder mich eiskalt abserviert? Das genau ist eine Schlüsselfrage in diesem ganzen Spiel. Bevor es weitergeht, noch eine kurze Rekapitulation über die geschehenen Ereignisse. Der Unbekannte befindet sich in der Halle und wartet auf den Händler. Der Händler kommt zusammen mit seinem Komplizen. Er geht rein, der Komplize wartet draußen und tritt in Aktion, sobald es Probleme gibt. Welche Rolle aber spielt der Polizist? Karten sind gemischt und verteilt. Neues Spiel, neues Glück. Neuer Einsatz. Die Einsätze wurden gemacht. Ein neues Blatt liegt in meiner Hand. Die nächste Runde kann beginnen. Mein Name ist Ben Borgmann. Ich bin Polizist. In meinem Job ist es das Wichtigste, auf Details zu achten, egal wie klein oder unscheinbar sie auch sind. Nur so kann man es schaffen, den anderen einen Zug voraus zu sein. Heute ist mir so ein Detail zugespielt worden. Meinem Chef hat es jedoch nicht ausgereicht, deswegen eine Observation zu veranlassen. Ein guter Polizist muss aber manchmal einfach auf sein Bauchgefühl hören und sein eigenes Ding durchziehen. Und genau das werde ich jetzt machen.
zweite Mann. Bisschen spät. Ich meine, siehst du diesen Apfel hier? Hab angefangen, den zu essen, als ich hier reingekommen bin. Können wir jetzt anfangen? Ich mag das nicht, wenn Leute zu spät kommen. Erinnert mich an meine Ex, verstehst du? Kam auch immer zu spät. Egal, welche Uhrzeit ausgemacht war, kam mindestens 10 Minuten zu spät. Irgendwann habe ich extra eine falsche Uhrzeit genannt. Kam trotzdem zu spät. Ich versuch, würdest du bitte aufhören zu reden? Das alles interessiert mich nicht. Wir waren um 21.30 Uhr verabredet. Es sind jetzt genau 21.31 Uhr und 15 Sekunden. Wenn man die 1 Minute und 15 Sekunden abzieht, bin ich um 9:30 durch diese Tür in die Halle gekommen und somit exakt zum vereinbarten Zeitpunkt. Also, hier ist die Ware. Kontrollier sie oder lass es bleiben. Ich will jetzt das Geld zählen. Und das in Ruhe. Ist das verständlich gewesen? Komm mal wieder runter, ja? Mag das damit nicht, wenn man so mit mir spricht? Stehe ich überhaupt nicht drauf. Also fick dich und pass auf, was du sagst. Ich hoffe, das ist verständlich gewesen. Ich will nur meinen Zeitplan einhalten. Und in Ruhe das Geld zählen. Also, was ist dein Problem? Ich wollte dich nur testen. Wegen mir kannst du jetzt ganz in Ruhe das Geld zählen. Wer bist du denn? Halt einfach die Klappe und nimm die Hände hoch. Ich werde das jetzt nur einmal sagen. Ich bin Polizist. Ihr habt das Recht zu schweigen, ihr habt das Recht auf einen Anwalt. Alles, was ihr ab jetzt sagt, kann gegen euch und so weiter und so fort. Glaub mir, du machst da gerade einen ganz großen Fehler. Nimm die Hände hoch! Du musst mir glauben, ich bin nicht der, für den du mich... Halt dein Maul! Halt einfach dein beschissenes Maul und sag einfach gar nichts! Hör auf den Glatzkopf. Sache nichts zu tun.
Sprich mit ihr und sag ihr, dass alles nach Plan läuft. Sie will mit dir sprechen. Beweg dich keinen Millimeter und dreh dich nicht um, sonst. Nur damit du Bescheid weißt, eine Browning ist auf deinen süßen Kopf gerichtet. Von daher gehe ich davon aus, dass ich deine volle Aufmerksamkeit habe. Also hör gut zu, mach genau das, was ich sage. Und dann wird alles gut. Lass das Magazin aus deiner Waffe fallen und leg sie langsam ab. Sehr schön. Und jetzt hol dein Handy aus der Tasche und werf es weit weg. Nur noch eine Kleinigkeit und wir haben es geschafft. Ich kann mir schon denken, was jetzt kommt. Ich stehe auf Männer, die mitdenken. Also leg dich auf den Boden und nimm die Hände hinter deinen Rücken. Scheißen, aber jetzt bewegen Sie verdammt nochmal Ihren Arsch her! Polizist! Weiß auch nicht, was du da gerade für eine Show abgezogen hast. Aber wie es aussieht, haben wir einen neuen Mitspieler bekommen. Also glaub mir, ist jetzt besser, wenn wir zusammenarbeiten, um hier rauszukommen. Wir spielen im selben Team, verstehst du? Mit dem Versteckspiel und komm raus!
Lass die Waffe fallen. Lass die Waffe fallen! Erik, du kannst jetzt rauskommen. Glaub mir, der Bulle wird dich nicht erschießen. Erik, hör nicht auf sie, denn ich werde sehr wohl schießen. Also bleib, wo du bist! Er blufft! Komm jetzt raus! Okay. Ich komm jetzt raus. Erik, bleib, wo du bist! Komm jetzt raus! Nicht schießen! Bleib da stehen. Was? Bleib da stehen und dreh dich um. Was soll das Ganze, Mira? Dreh dich um. Jetzt gib mir den Koffer mit dem Geld oder ich erschieße ihn. Beschissene Schlampe, das wirst du büßen. Das wirst du sowas von büßen. Ich warte. Glaubst du wirklich, es macht mir was aus, wenn du ihn erschießt? Wollen Sie mich verarschen? Sie sind Polizist. Ganz genau. Und ich glaube nicht, dass du noch einen Toten mehr auf deiner Liste haben willst. Außerdem sieht mir das Ganze wie ein Alleingang aus. Ein Polizist ganz auf sich allein gestellt, ohne Partner, ohne Verstärkung. Also versau's nicht noch mehr. Keine Angst. Ich werde es nicht versauen. Was machen Sie da? Wollen Sie das Miststück etwa laufen lassen? Keine Sorge. Die kommt nicht weit. Steh auf. Ich kann nicht behaupten, dass es besonders gut lief. Es war eine ziemlich chaotische Runde. Und obwohl ich erneut zu Beginn gute Karten auf der Hand hatte, war es schwierig, die Oberhand zu behalten. Ich würde mich bei dieser Runde nicht gerade als Gewinner bezeichnen, aber letztendlich kommt es nur auf das Blatt an, welches man am Ende auf der Hand hat. Ich habe meine Taktik verändert. Anstatt defensiv zu spielen, habe ich diesmal bei der erstbesten Situation zugeschlagen. Als dann drauf und drüber ging, habe ich mich der Situation angepasst, die Kontrolle behalten und improvisiert.
Der Glatzkopf hat seine Spielmethode fortgeführt. Er war verunsichert, hilflos und ohne jegliche Kontrolle. Sobald unvorhergesehene Spielzüge aufgetreten sind, hat er den Blick für das Spiel verloren und versucht, sich seinen Gegnern anzupassen. Aber wie gesagt, so kann es nicht funktionieren. Daher bezweifle ich, dass er überhaupt weiß, wie dieses Spiel gespielt wird. Die Frage ist nur, ob das von Bedeutung ist. Der Draufgänger hat zwar ähnlich losgelegt wie in der ersten Runde, doch allmählich glaube ich, dass dies genau seine Taktik ist. Ich denke, er versucht, durch seine laute und primitive Art seine Gegner zu verunsichern, um sie somit aus der Reserve zu locken. Gegen Ende der Runde hatte ich sogar das Gefühl, dass er mich vor dem weiteren Verlauf des Spiels warnen wollte. Daher glaube ich immer mehr, dass seine Worte mehr Gewicht haben, als ich anfangs gedacht habe. Und somit stelle ich mir die Frage, was wäre, wenn ich auf ihn hören würde? Doch letztendlich ging es wieder nur um sie. Diesmal hatte sie sehr gute Karten und dadurch genug Potenzial, um ihre aggressive und radikale Seite zu zeigen. Und trotzdem war ich erneut nachlässig bei ihr und habe sie weiterspielen lassen. Und wieder quält mich die Frage, warum? Ich fühle mich zu ihr hingezogen, aus einem Grund, den ich leider nie erfahren werde. Wahrscheinlich ist das die Antwort und der Grund, warum ich hier bin. Mein Name ist Ben Borgmann. Ich arbeite seit nun mehr als 7 Monaten als verdeckter Ermittler. Ich habe lange gebraucht, um in einem der bedeutendsten Kartelle aufgenommen zu werden. Und noch länger, um eine Möglichkeit zu erhalten, um an die Drahtzieher heranzukommen. Nun ist die Möglichkeit endlich da. Das hier ist meine Chance. Mein Ziel, auf das ich lange hingearbeitet habe.
Wenn ich diesen Deal über die Bühne bringe, gehöre ich zum innersten Kreis. An dem Punkt, an dem ich mich befinde, ist Diskretion das Wichtigste. Nur mein direkter Vorgesetzter weiß, wer ich wirklich bin. Daher werde und muss ich alles daran setzen, damit dies auch so bleibt. Hast du, was ich will? Wenn du das meinst, was verabredet war, dann habe ich es. Verabredet war auch, dass du alleine kommst. Ich halte mich an Verabredungen. Aber schau dich ruhig um. Bis jetzt gefällt mir ganz gut, was ich sehe. Scheinst du ziemlich sicher zu sein. Ich will nur wissen, mit wem ich es zu tun habe. Dann können wir zum Geschäftlichen übergehen. Ich lasse dir den Vortritt. Zu zappeln, sonst kriege ich noch fest dazu. Ganz ruhig. Wer bist du? Ich bin Polizist. Ihr habt das Recht, das Maul zu halten. Alles, was ihr sagt, kann bla bla bla. Ihr seid verhaftet. Und du? Du nimmst jetzt ganz langsam deine Waffen raus und schmeißt sie weg. Na los! Okay, du bist Polizist, okay. Glaub mir, du bist gerade dabei, einen großen Fehler zu machen. Bleib da stehen! Bleib da stehen und halt deine Fresse! Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Du hörst jetzt ganz langsam in meine linke Hosentasche und holst mein Handy raus. Wenn du jetzt Verstärkung rufst, war alles, wofür ich gearbeitet habe, umsonst. Du sollst das Handy rausholen. Du musst mir jetzt zuhören. Und scheiß Mund, ich hol jetzt endlich das Handy raus. Ich bin Polizist, genau wie du. Wenn du jetzt Verstärkung rufst, fliegt meine Tarnung auf und alles war umsonst. Los, drück mal Wiederholung. Das ist die Wahrheit. Wir stehen auf derselben Seite, verstehst du? So, scheiß zu uns einander, du verdammte Fresse! Mann, nimm mein Handy raus, ruf meinen direkten Vorgesetzten an, der wird sie bestätigen. Ich bin Polizist, glaub mir doch, verdammt.
Was soll das jetzt werden? Willst du mir die Schulter vergeben, dass du den Typen erschossen hast? Glaub mir, es ist mir scheißegal, ob du Polizist, Undercover oder irgendwas anderes bist. Ich will einfach nur meinen Job zu Ende bringen. Der Typ war ein Hindernis. Für mich und für dich. Du hast also absolut richtig gehandelt. Ja. Du hast recht. Und es gibt immer noch eine Möglichkeit, das Blatt zu wenden. Ich meine, wir können immer noch als Gewinner rausgehen. Du mit deinem Koffer und ich mit meinem. So als wäre nichts passiert. Wir müssen eigentlich nur diese Leiche entsorgen. Ja, genau. Du wirst mir jetzt helfen, diese Leiche nach draußen zu bringen. Alles klar? Alles klar. Okay. Nimm das Bein. Lass die Waffe fallen! Lass sofort die Waffe fallen! Was zum Teufel ist hier los? Was ist passiert? Wir können es immer noch schaffen. Wir müssen jetzt nur zusammenhalten. Sei still und lass die Waffe fallen! Was können wir schaffen? Wir können immer noch gewinnen. Ich überbringe die Ware meinem Auftraggeber und du bekommst das Geld. So wie alles geplant war. Hier läuft nicht so, wie alles geplant war. Deshalb sei endlich still und lass sofort die Waffe fallen. Ist schon gut. Wir müssen das nur gemeinsam durchziehen. Das können wir aber nicht. Was? Hier ist jeder für sich selber verantwortlich. Daher spielt jeder nach seinen eigenen Regeln. Du machst das, er hat das getan und ich mach's auch. Aber für das hier sind wir beide verantwortlich. Nein. Für das hier bist du verantwortlich. Willst du mir jetzt mal endlich sagen, was hier für eine Scheiße abläuft? Wer ist der Typ? Und was ist das hier für eine Leiche? Beruhig dich, ich erkläre dir alles später. Ist das der Koffer mit dem Geld? Wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du mit mir zusammenarbeiten? Würdest du mir helfen? Oder mich laufen lassen? Die Antwort wäre ja gewesen. Ja, ich hätte ihr geholfen. Und ja, ich hätte sie laufen gelassen. Doch sie wird die Antwort leider nie erfahren. Denn egal, welche Karten ich auch gehabt hätte, ich hätte ihn immer unterschätzt. Er hat das Spiel gewonnen. Das Spiel, bei dem immer nur einer gewinnen kann. Nur diesmal ist es leider kein Spiel. Keine Runde, auf welche die nächste folgt. Keine Karten, die neu gemischt und verteilt werden. Diesmal ist es die Realität.
Mein Name ist Ben Borgmann. Doch ich bin weder ein Komplize, der vor der Halle wartet, um sich dann das Geld zu schnappen, um ein neues Leben zu beginnen. Noch bin ich ein Polizist, der einen Alleingang unternimmt, um alle Beteiligten festzunehmen. Und ich kann Ihnen nicht einmal versichern, dass dies die wahren Gründe dafür sind, warum alle Beteiligten hier sind oder warum sie so handeln. Für mich ergibt es so jedoch einen Sinn. Ich bin Polizist im Undercover-Einsatz. Und ich bin mir sicher, dass ich mit anderen Karten dieses Spiel gewonnen hätte. Aber mit meinen eigenen habe ich es verloren. Ich habe meine eigenen Regeln missachtet. Ich habe mich weder der Situation angepasst, noch habe ich die Kontrolle behalten oder meine Gegner richtig eingeschätzt. Letztendlich kommt es doch genau darauf an. Denn in der Realität kann man immer nur eine Runde lang spielen. Und auch nur mit den Karten, die man bekommt. Eine Runde steht eigentlich noch aus. Die des Händlers. Aber ich glaube, dass ich jetzt wirklich keine Zeit mehr habe, um diese Runde zu spielen. Also frage ich Sie. Wie würden Sie dieses Spiel spielen, wenn Sie die Karten des Händlers hätten? Würden Sie erst einmal abwarten? Oder direkt drauf los?